Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute geht es um das Thema Skillchecks, deshalb halte ich direkt die Klappe. Für alle, die es vielleicht nicht gehört haben, dieses Plumm, was zu Beginn vor dem Skillcheck kommt, ist für mich immer so der Anreiz für, okay, jetzt muss ich mich ganz kurz einmal konzentrieren, um ja, den Skillcheck nicht zu verkacken und um den Skillcheck auch irgendwo zu treffen. Die Skillchecks an sich sind relativ einfach zu treffen. Ihr müsst ungefähr 2 Ticks, bevor der Skillcheck beim Kreis angekommen ist, schon drücken, damit ihr die 150 erreicht. Hierfür zoomen wir jetzt gleich mal ein bisschen in das Bild hinein, wo ich es leider selbst verkacke. Aber um euch zu zeigen, was ich mit den Ticks meine, sehen wir jetzt mal genauer hin. Denn diese Uhr oder dieser Pfeil, der an der Seite herlangläuft, ist ja nicht wirklich sekundenabhängig oder 0,5 Sekunden abhängig, sondern er ruckelt so ein ganz klein bisschen. Bei Killern, die extrem schlechte Lobbys starten, die eine Bambusleitung haben, ruckelt die Leitung meistens noch viel, viel mehr und da muss man sich noch mehr konzentrieren. Aber ganz, ganz wichtig für euch einfach, hört auf das Geräusch am Anfang, dieses Plumm, und schon wisst ihr, okay, der Skillcheck startet und dann solltet ihr einfach immer in dem Bereich des Skillchecks auch irgendwo drin sein. Und für die Profis unter euch, 2 Ticks, bevor das Ganze überhaupt ankommt, beim Skillcheck drücken und schon habt ihr die 150. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!